Hallöchen, liebe Bücherfreunde! Heute gibt es auf meinem Kanal ein neues Avel Unpacking. Ja, ich durfte mal wieder bei Avel bestellen und habe mich sehr darüber gefreut, dass mir ein Gutschein zur Verfügung gestellt wurde. Und ja, ich finde, Bücher shoppen geht in jeder Lebenslage und ist sehr gut fürs Gemüt und für die Seele, gerade wenn eben im Privaten nicht immer alles so läuft, wie man es sich vorstellt. Ja, Avel ist eine Internetseite mit Mängelexemplarbüchern. Das heißt, hier hat man neuwertige Bücher, die in der Regel nur einen Mängelexemplarstempel haben, vielleicht die ein oder andere Ablagerungsspur und ja, diese aber günstig kaufen kann. Und ich habe es diesmal sogar berechnet, was ich gespart habe bei meiner Gesamtbestellung, und es waren sage und schreibe 28 Euro, die ich gespart habe. Und ich habe mir auch mal die ursprünglichen Preise rausgeschrieben und werde euch auch die aktuellen Preise mit benennen, weil ich das echt unglaublich finde. Und ich folge Avel auch auf Facebook und auf Instagram. Ich packe beides auch unten in die Infobox, wie auch die Internetseite. Denn ich halte mich da immer ein bisschen auf den Laufenden. Gerade auf Facebook sieht man immer, wenn Neuware ja angekommen ist. Und bei einem dieser Bilder bin ich dann so ganz leicht schwach geworden, weil da ein Buch dabei war, das doch schon ein ganzes Weilchen so im Gedanken auf meiner Wunschliste steht und ja, es jetzt diesmal dabei ist. Dazu aber dann natürlich mehr. Das Paket ist ja relativ groß. Es sind 5 Bücher geworden in dieser Bestellung und es ist immer sehr gut eingepackt, wie ich finde, und die Bücher liegen wirklich wunderbar knapp beieinander, sodass sie, nicht irgendwie ja, kaputt gehen können oder irgendwie rumfliegen. Und ja, es gibt auch ein kleines Lesezeichen, ist in der Regel immer dabei, was ich immer ganz schön finde, auch wenn man natürlich als Bücherwurm viele Lesezeichen hat. Ja, und ganz oben liegt auch direkt das Buch, weswegen ich im Grunde mich doppelt gefreut habe über den Gutschein von Avel. Denn ja, das Buch ist eben das, was gedanklich schon länger auf der Wunschliste steht. Dank der lieben Paddy, ich packe ihren Kanal und auch die Rezension von zu diesem Buch einfach mal in die Infobox. Und zwar ist es Die Erbin von Simona Ahnstedt aus dem Lux Verlag. Und ja, es ist eine broschierte Ausgabe und Paddy hat hier, ja, schwärmt gefühlt ständig davon und hat mich davon überzeugen können, dass es eben kein New Adult ist, weil ja, ich glaube, die Protagonistin auch Ende 20, Anfang 30 ist und es in eine ganz andere Richtung geht und es dementsprechend wahrscheinlich eher so ein gewöhnlicher Roman ist, also ohne in dieses Jugendgenre irgendwie zugehören, und dass es eben ja eine sehr hochwertige Geschichte ist, die ihr wirklich sehr viel Spaß macht. Und wir sind hier auch, glaube ich, in Schweden, wenn ich mich nicht irre, richtig. Und ja, wenn Paddy sagt, das Buch ist was für mich und dass es mir gefallen könnte, glaube ich ihr das natürlich. Das Buch hat hier hinten so einen ganz leichten Datscherer, würde ich sagen. Also man wird es in der Kamera, glaube ich, gar nicht sehen. Hat den Preis, Mängelexemplar, Preisstempel drauf und würde neu kosten 14,99, richtig. Und ich habe dafür jetzt 8,99 bezahlt. Also im Grunde fast, ja, nur die Hälfte. Und das, finde ich, ist ein absolutes Schnäppchen. Und dafür, dass es wirklich, ja, man sieht, dass es hier so ein bisschen eine Delle hat, finde ich, persönlich finde das aber nicht dramatisch, wenn ich dafür eben die Hälfte spare und in dem Fall sogar die gebrauchten Bücher bei anderen Internetseiten teilweise teurer waren als jetzt das Mängelexemplar, was ich wirklich großartig finde. Dann ist als nächstes Buch ein Buch angezogen, auf was ich mich sehr, sehr freue, und zwar von einem Autor, vor dem ich vor längerer Zeit schon 2 oder 3 Bücher gelesen habe und den Autor dann ein bisschen aus den Augen verloren habe. Und zwar geht es dabei um Ralf Isau. Und zwar ist es Die zerbrochene Welt aus dem Pipa Verlag. Und das ist ein Hardcover, das auch nur hier unten den Strich hat und den Mängelexemplar-Hinweis. Und das Lesebändchen ist noch eingetatscht, also dass man es wirklich ganz frisch hinausnimmt. Und ja, das Buch von Ralf Isau, was ich damals gelesen habe, da gab es so Zusatzgeschichten zu Fantasien, zu unendlichen Geschichten. Das müsste sogar noch irgendwie hier stehen. Und dann auch ein Buch, das wurde mit Die
DiCaprio verfilmt, der Mann, der nicht lebte oder irgendwie sowas, und Liam Neeson. Und bevor ich eben den Film geguckt habe, wollte ich das Buch lesen. Und dann war es noch irgendein Buch, an das ich mich aber jetzt gerade so unvorbereitet, wie ich bin, nicht erinnere. Und seinen Schreibstil in sehr, sehr gute Erinnerung habe. Und mich hat hier wirklich das Cover angesprochen und dann eben der Klappentext, wo es dann eben oben schon heißt, was wäre, wenn die Welt in 1000 Stücke zerspringt. Und es heißt weiter unten, Magie, Abenteuer und Spannung, der neue Ralf Isau ist fantastischer denn je zuvor. Und das klingt für mich nach einer wirklich tollen Geschichte, nach einer spannenden Story. Und ich weiß gar nicht, ob es der Auftakt einer Reihe ist. Ach, hier haben wir es. Genau, der Mann, der nichts vergessen konnte. Genau, das kenne ich im Grunde auch. Genau, so ist es. Das ist das dritte Buch, auf das ich gerade nicht gekommen bin. Aber schön, dass das auch in dem Verlag erschienen ist. Ja, dieses Buch als Hardcover kostet 9,1995 und ich habe jetzt bei Avell 9,95 bezahlt, was ich wirklich, also für die Hälfte ein Hardcover für 10 Euro, ist wirklich ein Stäppchen. Und es hat wirklich sonst nichts, außer hier unten den Stempel und den Strich, und es tut also sozusagen auch keinen Abbruch, wenn es dann so im Regal stellt. Und dann sieht man schon an meiner Lichterbox, die gerade nicht an ist, aber ich glaube, man sieht trotzdem was draufsteht. Ich bin ja im Sherlock-Fieber und so habe ich mich natürlich nach der Serie mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman ja auch so ein bisschen um die Literatur gekümmert und bin auf einiges bei Avell gestoßen, was ja jetzt meine Sucht sozusagen, ich hoffe, befriedigt. Und ich bin gerade schockiert über die Dicke der beiden Bücher. Ja, ich hätte es wahrscheinlich ahnen müssen. Ja, das erste Buch, es ist wirklich ein Riesenwälzer. Aber man muss ja nicht alle Geschichten hintereinander lesen. Man kann ja immer mal zu einer der Geschichten greifen. Und zwar ist das jetzt eben die gesammelten Werke Sherlock Holmes von Arthur Conan Doyle im Anaconda Verlag. Und das ist so stoffartig. Also es fühlt sich sehr schön an. Die Farbe ist jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wie ich finde. Aber ich mag das mit dem Gold hier recht schön. Ich glaube, das sieht man auch. Und auch dieses Buch hat hier unten nur den Stempel. Ansonsten sieht es also mehr als neu aus. Und das sind eben die gesammelten Werke. Ich glaube, hier sind wirklich diese ganzen Kurzgeschichten von ihm drin. Soweit ich das jetzt richtig verstanden habe. Und das hat jetzt gekostet 3,99 und im Original würde es 9,95 kosten. Also im Grunde ein bisschen mehr als ein Drittel, finde ich einen absolut tollen Preis. Und dann habe ich auch direkt noch zu den Romanen von Arthur Conan Doyle gegriffen von Sherlock Holmes. Das ist dann diese blaue Ausgabe, die jetzt natürlich auch nebeneinander sehr schön im Regal aussehen wird. Und da müssten die vier großen Romane drin stehen, wenn ich mich jetzt... vier großen Romane, genau. Also die fertiggestellten, genau. Eine Studie in Scharlachrot, das Zeichen der Vier, der Hund der Baskervilles und das Tal des Grauens. Und da sind wir, glaube ich, auch locker bei über 700 oder an die 700 Seiten. Auch dieses Buch sieht fast aus wie neu, hat hier unten einen Stempel und so ein paar Ablagerungspunkte. Ich weiß nicht, wie ich es benennen soll. Ich weiß nicht, ob man es irgendwie in der Kamera erkennen kann. Also ich finde das wirklich auch wieder hier dieser Stoffbezug. Und ich finde wirklich, dass die beiden, also im Regal auf jeden Fall, wunderschön aussehen werden. Und ich freue mich hier sowohl auf die Romane als auch eben auf die kürzeren Geschichten um die Sherlock-Welt. Und mir hat die liebe Lisa schon gesagt, die wohl die ein oder andere Geschichte gelesen hat, dass sie immer Benedict Cumberbatch und Martin Freeman vor sich hat. Und ich glaube, dass es mir genauso gehen wird, weil ich die beiden einfach göttlich in der Serie finde. Und das letzte Buch ist dann ebenfalls Sherlock Holmes. Und zwar haben wir gerade auf Amazon manchmal doch recht negative Meinungen über die deutsche Übersetzung. Und so bin ich auf ein Buch gestoßen in einer zweisprachigen Ausgabe, ebenfalls vom Anaconda Verlag. Und das heißt hier die besten Geschichten. Natürlich wird es jetzt so sein, dass hier Geschichten drinstehen, die auch in den gesammelten Werken drinstehen. Ich glaube, das kann man wahrscheinlich gar nicht irgendwie jetzt vermeiden. Aber das Schöne hier ist eben, dass man auf der linken Seite den englischen Text hat und auf der rechten Seite den deutschen. Und das kenne ich schon von 3, 4 Büchern, die ich schon habe. Ich habe da zum Beispiel eine Peter Pan Ausgabe hier, eine Alice im Wunderland Ausgabe, und ich mag das immer ganz gerne, wenn man sich eben nicht sicher ist, ob das Englisch was für einen ist. Und
ich bin mir auch immer ein bisschen unsicher, wenn ich was in Deutsch gewöhnt bin, ob es mir dann leicht fällt, ins Englische zu switchen. Und dementsprechend freue ich mich jetzt auf diese Ausgabe, werde auf jeden Fall hier die englischen Geschichten, also mich an den englischen Geschichten versuchen. Und ich glaube, hier sind 2, 4, 6 Geschichten drin. Ein Skandal in Böhmen. Das gesprenkelte Band, der griechische Dolmetscher, das letzte Problem, das leere Haus und seine Abschiedsvorstellung. Und dann ist es halt wirklich so, auf der einen Seite ist es Englisch, auf der anderen Deutsch. Und das finde ich sehr, sehr schön. Da kann man eben auch mal switchen, wenn einem gerade irgendwas nicht klar war. Das hat mir bei den anderen Büchern wirklich viel Freude gemacht. Und ich glaube, dass mir das hier eben auch gefallen wird. Und ich finde auch, dass Sherlock hier wirklich sehr cool drauf aussieht. Und auch hier haben wir eine Menge Exemplarstempel und so einen ganz leichten Datscherer. Aber sonst sieht das Buch wirklich sehr, sehr gut aus. Auch nicht irgendwie sehr alt oder sonstiges. Also auch von den Blättern irgendwie her, weil es ja offen steht. Und dieses Buch kostet neu 4,99, was ich auch schon einen guten Preis finde. Ich habe jetzt 2 Euro weniger bezahlt, also 2,99. Also ja, finde ich absolut in Ordnung. Und 5 wirkliche Schnäppchen sind bei mir eingezogen. Wenn ich die Bücher regulär gekauft hätte über Amazon oder im Buchhandel, hätte ich um die 60 Euro bezahlt, 59 und ein bisschen was. Und ich habe jetzt bei Avell bestellt für um die 30 Euro auch irgendwas, also 31 Euro. Und komme so dann eben auf eine Ersparnis von 28 Euro, was ja wirklich fast die Hälfte ist, was ich wirklich großartig finde. Also es ist wirklich ganz, ganz toll. Es sind keine gebrauchten Bücher. Das finde ich ist immer ganz wichtig zu sagen. Man hat eigentlich immer einen Top-Zustand. Es hat die noch keiner gelesen, es hatte die noch keiner in der Hand. Und sie sind eben einfach nur Menge Exemplare, das heißt eben von der Preisbindung aufgehoben. Das passiert ja ganz oft bei Büchern. Ich glaube, nach einer gewissen Zeit kann die Preisbindung aufgehoben werden. Und so entsteht das ja zum Beispiel auch dann im Buchhandel, wenn es da Menge Exemplare gibt. Und das nutzt eben Avell natürlich mit der großen Auswahl, sodass jeder wirklich viel, viel entdecken kann. Und man sollte hier wirklich auch die Facebook-Seite, wenn ihr Facebook habt, ein bisschen im Auge haben, weil da wird wirklich immer sehr regelmäßig gepostet, wenn neue Bücher eingetroffen sind. Manchmal gibt es auch so Bundles, das ist dann eine Trilogie, wirklich alle 3 Bücher mit einem Mal sozusagen um einiges günstiger gibt, wie wenn man alle 3 Bücher einzeln kauft, dann packen die wirklich diese Bundles zusammen. Mir fehlt gerade das deutsche Wort zu Bundles. Also es hat so ein Paket aus diesen Büchern. Und man kann da natürlich wirklich sparen und muss da einfach ein bisschen die Augen offen halten. Und Porto habe ich jetzt keines bezahlt, weil ich glaube ich auf 25 Euro gekommen bin, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also es gibt da eine Grenze zum versandkostenfreien Versand. Und ich möchte jetzt natürlich Avell nochmal danken für den Gutschein, dass ich mir etwas aussuchen durfte, dass ich bestellen konnte mit der Unterstützung von Avell. Das ist aber in keinster Weise, dass ich jetzt hier nicht meine Meinung oder so preisgegeben habe. Und ich habe auch nur Bücher bestellt, die ich wollte und auf die ich mich freue. Und es war einfach ein wunderbarer Zufall, sage ich mal, dass das gerade so ein bisschen in diese Zeit gepasst hat und ich meinen Sherlock Holmes Freuden sozusagen auch direkt nachgehen konnte, weil ich mich darauf neben den anderen beiden Büchern natürlich sehr, sehr freue. Und guckt in die Infobox, ich packe da alles, was ich von Avell finde, hinein. Haltet da wirklich eure Augen auf, wenn ihr da mal Buchschnäppchen machen wollt. Und ich habe auch Paddys Kanal natürlich unten verlinkt und ihre Rezension zu Erbin. Guckt unbedingt bei ihr auch mal vorbei, weil sie schwärmt wirklich unglaublich von dieser Geschichte, von der es, glaube ich, aktuell auch 3 Teile gibt und auch alle 3, soweit ich weiß, schon da sind. Oder der 3. gerade kommt oder irgendwie so. Also wenn das eine Reihe ist, die euch interessiert, dann schließt die jetzt demnächst auch ab. Und die Bücher werdet ihr natürlich dann in nächster Zeit hoffentlich nach und nach immer mal wieder auf meinem Kanal sehen, wenn sie gelesen werden oder auch gerade was die Geschichten von Sherlock angeht. Da denke ich, werde ich immer mal eine lesen und die dann auch einfach in der Bücherwoche mit vorstellen. Und hoffe jetzt, ihr hattet Spaß mit dem Video. Guckt bei Avell vorbei. Ich bin wirklich sehr begeistert von der Bestellung und von den Zuständen der Bücher und hoffe, euch hat das Video gefallen. Wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.